Hallo, liebe Deutschlernende, heute habe ich ein wichtiges Video für dich. Und ich denke, wenn du eine bestimmte Frage beantworten kannst, dann kannst du sehr viel erreichen, du kannst sehr viel Erfolg haben, ja, du wirst viel besser Deutsch lernen können, ja. Und die Frage ist die, was ist dein Warum? Ja, warum tust du das, was du tust? Ich muss gestehen, manchmal habe ich Probleme mit dieser Frage. Ja, manchmal frage ich mich, warum mache ich das alles? Ja, warum mache ich Authentic German Learning? Ja, ich habe manchmal Phasen, ja, manchmal habe ich viel Energie, wenig Energie, viel Energie, wenig Energie. Und wenn ich wenig Energie habe für Authentic German Learning, dann liegt das daran, dass ich mir nicht bewusst mache, warum ich es mache. Und immer wenn ich viel Energie habe, dann liegt das daran, dass ich genau weiß, ja, ich habe dieses Ziel vor Augen, ich habe diesen Zweck, ich weiß, warum ich es tue. Dann habe ich viel Energie. Und deswegen möchte ich dich auch dazu inspirieren, zu überlegen, was ist mein Warum? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und du wirst feststellen, dass du dann mit viel mehr Leidenschaft bei der Sache bist, dass du viel mehr Energie hast, dass du, ja, dass du wirklich viel Spaß hast und viel Erfolg bei der Tätigkeit, die du gerade tust, wenn du einen guten Grund hast, warum du es machst. Ja, bei mir ist der Grund, dass ich den Leuten nicht nur Deutsch beibringen möchte, sondern sie auch inspirieren möchte, ihr Leben in anderen Bereichen zu verbessern. Ja, ich möchte persönliche Entwicklung mit ins Spiel bringen. Ja, ich möchte nicht einfach nur irgendein Deutschlehrer sein, obwohl ich natürlich ein sehr guter Deutschlehrer sein möchte. Ja, ich möchte ein sehr guter Deutschlehrer sein. Aber ich möchte gleichzeitig auch jemand sein, der Leute inspiriert. Ich gebe nie vor, ja, ich behaupte nie, dass ich mehr weiß als du. Ich möchte nie so tun, als ob ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja, ich weiß nicht mehr als du. Aber ich weiß, dass ich dich vielleicht inspirieren kann. Ja, indem ich selber Fehler mache, indem ich selber über diese Fehler spreche, zum Beispiel, dass mir oft nicht bewusst ist, was mein Warum ist. Ja, indem ich selber Fehler mache, daraus lerne und meine Erfahrungen mit dir teile, dadurch möchte ich dich inspirieren. Ja, ich bin wie du, bloß dass ich eine Kamera habe und meine Videos online stelle. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Unterschied, den ich habe zu all den Leuten, die dies schauen. Ja, das ist der einzige Unterschied. Ja. Also ich merke, manche Leute scheinen mich sehr zu bewundern. Ja, sie sagen, hey Marc, du bist toll. Aber ich denke, sie sind genauso wie ich. Ja. Bloß ich habe eine Kamera und ich habe einmal den Mut gehabt, mich zu überwinden und mich aufzunehmen. Und jetzt ist es einfacher geworden. Jetzt ist es kein Problem mehr. Ja. Ich denke, darüber mache ich nochmal ein extra Video. Ja. Aber der Punkt in diesem Video ist es, hab ein Warum. Ja, weiß, warum du Dinge tust. Deswegen ist meine Frage heute an dich. Was tust du und was ist dein Warum? Was tust du und warum tust du es? Was treibt dich an? Ja, wieso hast du Leidenschaft dafür? Ja, wieso bist du bereit, auch einmal schwierige Arbeiten zu tun, um dies zu erreichen? Ja, ich glaube, du tust dies nur, weil du ein gutes Warum hast. Ja, sonst würdest du dir nicht die Mühe machen. Ja, ich denke, wir machen uns nur Mühe, wenn wir einen guten Grund haben. Und ich bin gespannt, was dein Warum ist. Okay? Wir sehen uns morgen. Ich freue mich wie immer über deinen Kommentar.